Hallo, liebe Eisenbahnfreunde. Nach 30 Folgen derselben Begrüßung ist es mal Zeit für was Neuem. Heute auch mit der Neuvorstellung von zwei Zügen und einem neuen Bauabschnitt, den ich beendet habe. Ja, kommen wir auch gleich mal zur Mühle. Hier seht ihr, ich habe noch einen Grünstreifen bei der Mühle aufgebracht. Und jetzt gehen wir rüber zum Bahndamm. Ich habe mit Lotti den ganzen Bahndamm ausgegrünt. Hinten, nach hinten raus, ihr seht es hier, so ist der Vorstadtbahnhof hier jetzt mit dunkelgrüner Umrandung versehen. Und was jetzt hier so schlecht rüberkommt, ist, dass der Bahndamm nach unten auch ausgegrünt ist. Hier seht ihr beim Durchgangsgleis, dass da auch zwischen den Bäumen ein Grünstreifen ist, sodass das Ganze separiert ist. Hier seht ihr auch schon auf der rechten Seite am Wald, dass ich in der Tiefe noch Grün reingebracht habe. Hier sieht das durch die Beleuchtung jetzt natürlich alles sehr kräftig aus. Wenn ihr vor der Anlage steht, verschwimmt das ein bisschen. Hier nochmal der Grünstreifen im Industriegebiet. Und hier habe ich auch nochmal einen grünen Punkt gesetzt an der Schmiede. Ja. Gehen wir nochmal zurück auf die Mühle und schwenken dann auch schon um. Als nächstes kommt dann schon die erste Zugvorstellung. Der Wehrmachtszug. Ich wollte schon immer einen haben. Jetzt habe ich ihn mir endlich gegönnt. Hier seht ihr auch schon mit Geschütz und Granatenwagen. Hier eine Focke-Wulf-Maschine aufgeladen. Und ein Pantherpanzer. Hier ein paar geschlossene Güter- und Transportwagen für die Einheiten. Und hier nochmal ein Vierer-Flakgeschütz. Ganz am Ende zur Verteidigung des Zuges. Ja, ich bin mächtig stolz darauf. 12-teilig ist das Ganze. 11-teilig, Entschuldigung. Ich zeige euch nochmal die Waggons. Richtig schöner Wehrmachtszug. Wird auch demnächst ein Let's Play kommen und ein kleines Dankeschön an jemanden. Aber heute erstmal nur die Zugvorstellung. Hier nochmal schön mit der Aufschrift Deutsche Reichsbahn und dem Pantherpanzer. Ich meine Panther 5. Bin mir da nicht sicher. Und die Focke-Wulf-Maschine. Sehr, sehr schön dieser Zug. Hier der Granatenwagen. Könnt ihr nochmal die Beladung sehen und das Geschütz vorne. Auch von 4 Wehrmachtssoldaten bewacht. Ja, und zum Schluss noch der Transeuropa Interregio Nightliner Express. Ihr kennt ihn schon aus dem Let's Play. Heute aber nochmal die Vorstellung. Bestehend aus einer ersten Klasse Bordbistro, zwei zweite Klasse Großraumwagen, ein zweite Klasse Wagen, Quatsch, ein erste Klasse Schlafwagen. Hier der Trans-Euro-Night-Waggon und ein Autotransporter hinten dran. Trans-Europa-Night könnt ihr hier auch nochmal sehen. Die beiden zweite Klasse-Wagen und die erste Klasse Bordbistro, Bordcafé. Das war's auch schon, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch wieder bei den nächsten Zugvorstellungen und nächsten Let's Plays. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, wie gesagt. Bis denn und tschüss.